So, wir Greedia Mode, schätze ich. Welche Charakter machen wir Greedia Mode? Ich will mit niemandem Greedia Mode machen. Also, es ist ein Greedia Mode Charakter. Versuchen wir Apollyon. Oh, Tainted Cain, meint ihr? Na gut. Schauen, was passiert. Wenn wir mit ihm den Greed Mode versuchen. Oh, er startet mit einem Schlüssel. Okay. Haben wir hier oben noch was herumliegen? Nicht so wirklich. Steam Sale. Meinen Steam Sale holen wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Würde ich einfach mal meinen. Warte, warum habe ich jetzt Stunts? Wo ist Steam Sale? Hä? Wo ist Steam Sale jetzt wieder hin? Oh, ist doch dumm. Warum funktioniert dieses dumme Add-on nicht so wirklich? Was muss ich jetzt machen für Steam Sale? Suchen wir... Na, ich brauche nichts hiervon. Ich weiß, im besten Fall bräuchte ich zwei Steam Sale. Ich weiß nicht, wie ich den einen jetzt bekomme. Abel. Fucking Abel. Was soll ich mit Abel anfangen? Oh Gott, so viele Items. Ist aber auch was Gutes dabei. Ich glaube, ich weiß schon, was ich mitnehmen will. Ich glaube, ich habe mich bereits entschieden. Und zwar möchten wir die Schatten mitnehmen. Dafür brauche ich eine Bombe, ein... Nur eine Bombe, ein Quarter. 4 normale Cent. Darum ist noch ein normaler Cent. Dann brauchen wir das. Dann bin ich fast soweit. Noch ein rotes Herz statt einer Bombe. Okay. Das ist doch ein vernünftiges Start-Item, wenn ihr mich fragt. Und ich auch das Soul Heart mitnehmen. Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen an. Das Geld will ich wahrscheinlich am besten so direkt mitnehmen. Nehme ich mal an. Aber wiederum, ich sollte auf jeden Fall schauen, dass ich das Steam Sale irgendwie bekomme. Das sollte erstmal die höchste Priorität haben. Ja doch, ich will das Geld so mitnehmen und dafür dann schauen, dass ich ein Item bekomme. Ansonsten, das Geld allein wird mir nicht so viel bringen. Die 10 ist wahrscheinlich auch unfassbar hilfreich für diesen Modus. Gott, ich bin so froh, dass ich das Item jetzt als erstes bekommen habe. Das wird mein Leben hier auf den Anfangsebenen so ungemein erleichtern. Das ist sonst immer die Sache, die mir am meisten Angst macht, der komplette Anfang. Denn ich weiß nicht, ob ich es nicht schon 800 Mal angemerkt habe, aber oh mein Gott, die erste Ebene aus dem Greed Mode, die ist so fürchterlich für mich. Au. Ey! Dass er mich zweimal getroffen hat. Was soll das überhaupt? Es trifft mich zweimal.
ganz ruhig. Okay, okay. Wir können uns gleich über lustige irgendwas Dinge unterhalten, sobald ich das überstanden habe. Okay, 11 Cent. Wir haben leider nichts Reduziertes da. Warum bin ich rausgegangen? Oh nein, ich bin rausgegangen. Oh Gott, das wird alles, killt alles. Jetzt sind die ganzen Jungs weg. Es vermindert mein Damage Output ein bisschen. Schon. So, hier bin ich aber auf jeden Fall erstmal, bevor ich versuche auf Steam Sale zu gehen. Will ich hier auf jeden Fall erstmal versuchen, oh Gott. Items zu kaufen, die nur 7 Cent kosten. Im Falle von Tainted Kane wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als bei allen anderen. Komm schon, ich muss nur einen von euch gekillt bekommen. Yes! Ach, das ist leider nicht so hilfreich. Nicht in diesem Run. So. Ich weiß den kleinen Rückblick zu schätzen. Tainted Kane, aber ich weiß nicht, ob er uns in diesem Run wirklich so viel weiterhilft. Eine Firma auf mich zugesprintet. Ich glaube, ich sollte nicht. Nein, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Wir nehmen den Schlüssel mit und gehen. Ist halt viel zu gefährlich. Okay, ihr seid zwar nervig, aber ihr seid harmlos. Das ist das Gute an euch. So. 128. Stolze Menge soweit. Hätten wir auch was Interessantes für mich auf Lager? Das ist natürlich erstmal die wichtigste Frage. Gute Alabasterbox nicht mehr so gut, wie sie mal war, habe ich mir sagen lassen. Shielded Tears, ist das Triple Shot? BFF, okay. Das brauche ich. Das brauche ich dringend. Ein Herz, drei Münzen. Okay. Okay. Was hatten wir sonst noch alles? Ein Herz, drei Münzen. Oh, wir brauchen noch den da oben. Okay. Zwei Bomben. Warum läuft es immer auf Dunce hinaus, wenn ich es nicht haben will? Jedes Mal. Ein Herz. Okay. Okay. Das war gut. Das war gut. Stack BFF. Wenn ich BFF nochmal mitnehmen würde, das wäre ein Fehler, oder? Es stackt nicht.
denke, ich nehme mal meine Herzen mit so weit. So, ich habe 16 Cent. Oh. Items für 7 Cent. Okay, los geht's. Los geht's. Jetzt gehen wir eine Runde shoppen. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen einzuwenden. Ups. So. Wir können auf jeden Fall noch eine Menge andere Items kaufen. Gibt es irgendwas Interessantes, das ich mir erholen kann? Ich brauche das Pflaster. 5 Cent, ein... Okay, Moment. Okay, brauchen wir das. Dann noch 2 Bomben am Ende. Das. Und die 2 Bomben von hier oben. Okay, gutes altes Pflaster. Hat mich HP-technisch schon mal vorangebracht. Dann ist sonst noch was Interessantes für mich gerade drin. Irgendwas, das es wert wäre, mitgenommen zu werden. Ich denke, an dem D10 sollte kein Weg vorbeiführen. Vor allem, weil er sowieso immer so einfach zu holen ist. Ein Herz, 4 Münzen, 3 Bomben. So, wir nehmen das mal eben hier mit. Okay. Soweit so gut. Dann möchte ich das Eternal Heart noch mitnehmen. Und dann würde ich fast sagen, wir setzen die Ten gleich mal hier ein. Und schauen, was passiert. Ist das eigentlich die Sache, die man hauptsächlich dann machen will ab irgendeinem Punkt? Drei rote Herzen, 3 Münzen, 2 Bomben. Noch 2 rote Herzen, dann könnte ich Synth-Oil holen. Ach, ich habe keine roten Herzen, kann das sein? Warum sagt mir das Spiel, dass ich keine roten Herzen habe? Oh, weil da links vorhin welche waren. Das ist nicht gut. Ich denke, wir holen einfach, was auch immer wir hier am besten jetzt bekommen. Und zwar das! Okay. Dann würde ich sagen, wir legen mal los. Ich muss nur 2 oder 3-mal Steam Sale bauen. Reicht nicht 2-mal? Oh oh. Hat jemand für mich vielleicht das Steam Sale Rezept auf Lager zufälligerweise? Das wäre ganz hilfreich. Oh mein Gott. Denkt an den alten Mögi in Not. Okay, da steht's. Dankeschön. So, au. Komm schon. Nein, au. Okay, das ist gerade ein bisschen träge. Oh mein Gott. Ich nehme viel zu viel Schaden. Warum lasse ich die auch nicht alle einfach rüberfeuern? Ich habe viel zu viel Ressourcen dafür verschwendet, diesen dummen Pilz gekillt zu bekommen. Vor allem, weil er sowieso nicht wirklich irgendwas Gefährliches macht. Okay. Wo ist der Boss? Chop! Willst also dein Glück herausfordern, Chop?
Vorsicht, wir können einfrieren. Ich mag die Position von meinen paar Begleitern hier nicht sonderlich. Scheint mir etwas unvorteilhaft zu sein, aber prinzipiell. Na, das ist ein guter Eindruck auf mich. Oh Gott, nicht du. Aber dieser Reroll. Nein! Gott, nein! Er hat alles mitgenommen. Der Kleine tut nicht gut. Ich brauche mein Herz. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das läuft so mies gerade. Okay, das war eine gute Bombe. Das war absolut miserabel. Absolut miserabel. Aber gönnen wir uns das. Das. Warum muss es auch ausgerechnet er sein? Puh, und dann schauen wir doch mal, was wir Schönes machen können, nachdem ich die Pille abgelegt habe. Was wollen wir denn alles? Steam Sale. Ein Herz. Ein Soulard. Oh ja, es hat auch so jemand geschrieben, was man dafür braucht. 4 Coins, ein Herz, 2 Schlüssel, eine Bombe. War das? Bei mir steht was ganz anderes hier. 2 Pillen. Zwei Bomben. Und 2 Cent. Steam Sale! Scheinbar gibt es mehr Rezepte für Items. Komme ich noch ein Steam Sale hin, ist jetzt die Frage. Oh ja, ich könnte eine Bombe legen, um Münzen rauszubekommen. Bei den Jungs im Shop. Die wollten nicht so ganz. Dann eben beim Automaten. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben sie. Oh, okay. Das Zeug wird also nicht mehr kostenlos, wenn man zweimal Steam Sale hat. Nein, wäre wahrscheinlich auch zu stark. Ich würde fast sagen, ich nehme mein Zeug mal eben mit und dann gehen wir... Na, wiederum, wir kaufen noch ein Item. Und schauen, ob wir dafür nicht noch was Cooles holen können. Oh mein Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. Haben wir auch ein Damage-Up? Das wäre die wichtigste Frage für mich. Irgendwas, was meine Damage erhöht. Ein Herz, 2 Münzen, ein Schlüssel... was haben wir sonst noch? Gott, das ist ein träger Run. Okay, ein Schlüssel, 2 Bomben und 2 Pillen. Ein Schlüssel. Da ist noch eine Pille. Oh ja, Justice. Trifft sich gut. Sollte ich sonst noch irgendwo eine Pille herumliegen? Oh, ich habe keine Pille rumliegen. Daran scheitert das Ganze jetzt. Ups. Das war eigentlich gut. Steam Sale 4-mal zu nehmen ist optimal. Optimal oder optional? Ich schaue mal, ob Steam Sale nochmal zur Auswahl steht. Nachdem mein anderer Plan gerade nicht ganz hingehauen hat. Oh, da ist es. 2 Schlüssel, ein Herz, 4 Münzen. Kann ich noch eine Münze irgendwo? Ja, hier sind noch welche.
Ah, das war dumm. Gleich werde ich weiterspielen. Ich muss nur noch ein bisschen hier durchklicken. Pille gegen Herz. Okay. Yes! Okay, wahrscheinlich, wenn ich das dann, wenn ich Steam Sale dann nochmal hole, dann geht es auf 30 Cent runter. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Ich gehe erstmal in die nächste Ebene weiter. Dann schauen wir, was uns dort alles erwartet. Bright Ride wäre doch nützlich. Ich habe Bright Ride nicht freigeschaltet. Ich sehe schon, es ist aktuell das Lieblingsitem von allen. Super Meat Boy. Ich meine, SMB Superfan. Oh, das ist eine Menge Bargeld. Ich denke, ich nehme den Fünfer mal eben mit. Dann holen wir uns noch einen Steam Sale. Ups. Oh, Moment. Okay. Da sollte doch ein Steam Sale für mich drin sein, oder? Warte, nur so wenige Items? Warte, was? Warum sind das nur so wenige Items? Ich nehme noch eins mit. Was fehlt mir für Steam Sale? Oh, eine Pille fehlt mir für Steam Sale gerade. Oder? Ich glaube, eine Pille fehlt. Gib mir noch einen Schlüssel. Dankeschön. Das nehme ich direkt so mit. Da ist es. Okay, zwei Schlüssel, ein Herz, vier Münzen, eine Bombe. Eine Bombe, ein Herz. Ich glaube, es waren vier Münzen. Ich nehme mal zwei mit. Dann schaue ich nochmal nach. Und ja, ich wünschte auch, ich könnte mir das besser merken. Genau, vier Münzen und dann noch zwei Schlüssel. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich nehme ein bisschen Bargeld mit und dann schauen wir, was wir rausbekommen. Was haltet ihr davon? Ist das eigentlich, was ich mache, clever oder ist das einfach nur wirklich fürchterlich? Ich glaube nämlich, es ist wirklich fürchterlich. Und so werde ich auch zu nichts kommen, weil ich nichts mitnehmen kann. Okay, vier Herzen. Vier Herzen, zwei Münzen. Ich will Monstrous Lunge machen. Eine Pille und eine Bombe. Ja, da steht eine Bombe in erreichbarer Reichweite. Okay. Monstrous Lunge. Brrr. Mit was wollen wir das kombinieren? Das ist jetzt die Frage. Ich denke, Sintoy generell 332. Okay. Moment. Drei Münzen, zwei Bomben, drei Herzen. Ich glaube, ich hatte drüben noch ein paar Münzen herumliegen. Ich meine, ich brauche natürlich auch noch ein Damage-Up. Hä? Wie? Das ist nicht Sintoy. Was soll ich mit der Scheiße jetzt? Ich dachte, das wäre Sintoy. Ich habe mich so gefreut. Da war es einfach nur Schrott. Drei Herzen, vier Münzen, ein Zehner. Muss geschickt sein, um das mitzunehmen. Okay. Triple Sh... das war ein Fehler. Oder? Ist das ein Fehler? Ja, ich fühle es nicht so ganz. Holen wir also Jacob's Ladder als nächstes.
2 Münzen. Ups, brauche ich einen Schlüssel dafür? Oh ja, yeah. Und eine Bombe. Ich brauche nur einen Schlüssel. Das heißt, einer der Schlüssel muss gehen. Hey! Warte, 3 Herzen, 2 Münzen, ein... Au. Au. Warte, das ist ein 5er, den ich hierfür noch brauche, richtig? Mit einer meine ich der 5er hier. Yes! Dann brauchen wir noch irgendwas, das meine Feuerrate etwas erhöht. Das sieht nicht so beeindruckend aus. Hast du schon Rock Bottom freigeschaltet? Ich weiß nicht, wofür schaltet man das frei? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich nehme das hier mal noch eben mit, damit ich ein paar Items kaufen kann. Was, wenn ich das jetzt mit Säumel kombinieren will, müsste ich trotzdem die ganze Zeit voll aufladen, oder? Boss Rush mit Jacob? Na, das habe ich nicht. Ich würde sagen, wir machen einfach. Wir nehmen einfach Zeug mit und schauen, was passiert. Oh, ich habe kein Geld mehr. Was haltet ihr davon? Die ursprüngliche Tainted Kane-Erfahrung. Nein, ja, mit nehme ich mit. Das will ich nicht wirklich. Das will ich auch nicht. Das will ich noch weniger. Was soll's. Dann natürlich den 5er noch mitnehmen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ich glaube, ich sollte lieber das Ganze gezielt machen. Die Random-Methode ist ein bisschen... Was soll ich mit der Map? Ist das schon wieder Adrenalin? Nein! Die Random-Methode hat sich als Fehler herausgestellt. Ich bin bereit, das zuzugeben. So, ich schaue, ob ich noch was bekomme, das meine Feuerrate erhöht. Und dann ziehen wir... Wie wäre es, wenn wir Bad PhD mitnehmen? Und dann kaufen wir für 1 Cent Pillen und erhöhen unsere Angriffsstärke bis in die Unendlichkeit. Weil was, wie steht ihr dazu? Zu dieser Idee. Also wir brauchen ein Rotten Heart. Dann brauchen wir das. 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 2 reguläre Herzen. Die ich scheinbar irgendwo noch habe. Ich weiß nur nicht wo. Ich meine, das ist 1. Eine Münze und ein Schlüssel. Ich meine, ich kann... Oh, da ist 1. Ich meine natürlich False PhD, nicht Bad PhD. Tears down, aber Damage up. Okay, wir machen jetzt erstmal eine Runde. Kein Are You a Wizard? Puberty. Puberty erhöht den Damage aber nicht. So, war das gut oder war das schlecht? Ich finde False PhD super cool. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die das Item hassen. Ah, ich wurde random zu Azazel, wie mir schon. Okay. Danke, Demon Stamp oder was auch immer. Okay. Wird also nur wirklich sehr random zu Azazel. Das ist sehr verwirrend, dieses Trinket. Also dieser Run hat aktuell noch nicht die Stärke, die man sich wünschen würde, muss ich ehrlich gestehen. Es liegt hauptsächlich daran, dass ich die ganze Zeit aufladen muss und nicht so ganz fertig werde damit. Vor allem, weil ich da die Form immer wieder ändere und dann ist mein Ladebalken wieder zurückgesetzt. Könnten wir was Cooles mit Säumilk in diesem Run machen? Okay, eingefrorener Gegner. Also ich muss sagen, unsere Slunge bisher, das ist nicht der obermäßige Damage, den ich mir erhofft hatte.
Es tut mir leid, dass ihr es auf diese Art erfahren müsst, aber das ist nicht gut. Muss ich leider gestehen. Oh nein, ein Engel. Aber ich denke, mit den anderen Items, die ich habe, ist da noch eine Menge zu holen. Au. So, gratis Angel Deal. Okay. Zwei weiße Herzen. Damit sollte doch was zu machen sein. Monstrous Lunge und Zäumig ist schon was Feines. Feuert ihr ihn automatisch oder muss ich dann die ganze Zeit die Pfeiltasten spammen? Denn ich habe ehrlich gesagt keine Lust, die Pfeiltasten dann die ganze Zeit zu spammen. So, wir nehmen das mit. Okay. Was könnte ich mir denn Schönes holen? Das ist eine Enttäuschung, würde ich einfach mal sagen. Ich meine, was wollen wir uns jetzt holen? Für ein Red Hearts 3 Bomben wäre es Zäumig. Okay. Komm schon, es muss doch irgendwas sein, was meine Feuerrate erhöht. Irgendein Tiers-Up. Da muss doch was sein irgendwo. Okay, wir nehmen das. Okay, ein Soul Heart, eine Bombe und eine Pille. Dann eine Bombe. Das war nicht mein Plan, aber yes! Fruitcake! Oh, das muss so lange aufladen. Das war aufregend. ein Glück, dass ich das mitgenommen habe. Hey, noch ein Eternal Heart. Das war nicht die Action, die ich mir erhofft hatte, muss ich ehrlich gestehen. Kann ich für das Eternal Heart sonst noch was Cooles holen? Ja, nehmen wir Latchkey mit, was soll's. Ich verliere nämlich langsam gerade wieder die Geduld, was das Ganze angeht. Ist einfach nur scheiß nervig. Und ich glaube, ich werde das Trinket auch hier liegen lassen. Wir machen einfach und schauen, was wir bekommen. Breakfast, cool. Nein! Komm schon! Obsessed Fan? Warum nicht die Cypher? Komm schon. Das ist doch Schwachsinn. Ernsthaft. Warum ist es immer die falsche lila Fliege? Warum ist es nie die richtige? Ich würde sagen, jetzt auf dieser Ebene werden wir das Ganze ein bisschen, wir werden das Ganze jetzt ein bisschen breaken. Und uns einfach super viel... Cypher ist super teuer. Ich meine, ergibt Sinn. Wir werden jetzt einfach super viel Zeug holen. Ich brauche nur das Geld. Das ist alles, wofür ich hier bin. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus soweit. Oh nein. Oh Gott, nein. Die dumme Bombe. Fang es bitte nicht an zu nerven. Oh mein Gott, sie fängt an zu nerven. Das Problem ist halt, dass sie auch so überhaupt nicht weggeht. Ich habe gehört, Angel-Items brauchen eine Menge Soul Hearts. Dann werden wir doch mal ein paar Soul Hearts mitnehmen. Nein, 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 geh weg. Okay, das ist, keine Ahnung, was ich machen soll. Warum habe ich den goldenen Schlüssel mitgenommen? Da ist ein Soul Heart. Nein, hör auf. Bombe, geh weg. Okay. Ist ja gut jetzt. Ah, warum muss die ausgerechnet spawnen? Goldener Schlüssel, ein weißes Herz, 3 Bomben und 3 Soul Hearts. Oh, da ist das Eternal Heart. Geht alle weg. Geht alle aus dem Weg. Ich brauche mal ein Eternal Heart. Okay.
Kann ich sie nicht einfach nach links rüber kicken? Geh mal weg. Okay, sie kickt sich immer nach rechts rüber, oder was? Nein. Jetzt nach links. Geh. Oh mein Gott. Oh, da wäre noch Eternal Heart gewesen. Bleib da, wo du bist. Lass mich in Ruhe. Bleib einfach da, wo du bist, okay? Versprich mir das. Oh mein Gott, der goldene Schlüssel ist so selten. Eine goldene Bombe? Ha! Wir schauen einfach, was passiert. Wir nehmen einfach Items mit und schauen, was wir am Ende bekommen werden. Ich meine, sollte irgendwas Lustiges bei rauskommen, oder? Irgendwann, früher oder später. Das ganz gezielt zu machen, ist sowieso viel zu nervig. Der komische Finger. An sich sollte ich noch mehr Items kaufen dafür, bei genauerer Überlegung. Ein cooler Zehner, noch ein Zehner. Yeah, gib mir das. White Shot. Der ist nicht so cool, wie ich das zunächst dachte. Camo Shorts. Und Breakfast. Ich wünschte, man könnte Items aus dem Pool einfach rausnehmen. Ugh. Das ist doch ganz angenehm. Würde ich einfach mal sagen. Dann holen wir noch ein paar Items und dann drücken wir die Spacebar-Taste. Warum wird die goldene Trollbombe nicht rerollt? Ernsthaft? Oh mein fucking Gott. Ich hole jetzt weiter Items und dann machen wir die Ebene, okay? Da war ein Lucky Penny scheinbar. Ich muss aufhören, HP-Ups mitzunehmen. Das Gefühl, die bringen mich nicht wirklich weiter. Was ist das? Ist das eine Transformation jetzt gerade gewesen? Lil Gish. Nein, ist einfach nur ein Item, dass du hast ein Item bekommen, Geräusch. Okay. Vielleicht kurz für eine Transformation. Ich lag falsch. Der Magnet. Nein! Oh Gott, nein. Nein, warte. Auf keinen Fall den Magnet mitnehmen. Der Magnet ist ein großer Fehler. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Random-Ausbeute. Sie wirkt ziemlich fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich dachte, bei der Random-Ausbeute könnte man was Cooles rausbekommen, aber... Es ist einfach nur der eine Run, mit dem wir The Beast besiegt haben letztens. Okay. Ich mache jetzt die Ebene, okay? Und dann sehen wir weiter. Kannst du die goldene Bombe mit dem D20 rerollen? Leider nicht. Das ist das Problem daran. Ich meine, das Potenzial ist halt da für diesen Run. Das Problem ist nur, dass noch das gewisse Etwas fehlt. Und ich denke, das gewisse Etwas sollte Soymix sein oder sowas. Das ist halt schon wieder so ein ähnlicher Run. Oder was würdet ihr sagen, hat es verdient, das gewisse Etwas genannt zu werden? Ich liebe übrigens, wie viel ich sehen kann. Nämlich gar nichts. Oh Gott. Ich kann einfach nichts sehen. So viel Scheiße im Bild.
Aber wir werden Ultra Greed sowas von killen. Almond Milk. Ja, ich denke, wir werden was in der Richtung jetzt mitnehmen. Ich habe keine Lust mehr auf diesen braven Standard-Run. Wir brauchen jetzt was Cooles. Damage ist halt immer noch nicht so gut. Wie kann es überhaupt sein? Müsste der Run inzwischen nicht super stark sein oder so? Warum ist er immer noch so mittelmäßig? Oh. Wäre echt cool, wenn ich irgendwas davon tatsächlich hätte mitnehmen können, aber gut. So, bekommen wir gezielt eine Soymilk hin? Ist jetzt die Frage. Okay. Flatstone. Soymilk sind, glaube ich, nur Münzen und rote Herzen. Hm. Ein einziges Mal will man sie und dann ist sie nicht da. Komm schon. Sie ist nicht da. Sie ist einfach nicht da. Dann würde ich sagen, wir versuchen es hier nochmal. Nein, Moment, ich will es hier... Nein, Moment, wir hauen ab. Nein, Moment, mir ist gerade auffallen, dass ich echt keine Lust auf diese Ebene habe. Und ihr wisst genau, warum. Wegen dieser dummen Bombe, wir müssen gehen. Ich will nicht bei dieser Bombe bleiben. Almond Milk sollte auch gehen. Ja. Yeah. Ich meine, wäre auch mit einem von beiden zufrieden. Wir müssen auf jeden Fall von da weg. Okay. Ist das etwa ein goldener Schlüssel? Sehe ich das etwa richtig? Damit kann ich nicht wirklich was Interessantes machen. Ich dachte, mit dem goldenen Schlüssel würde mir die Welt zu Füßen liegen, aber das ist einfach nur traurig. Sagt jemand, 5 Herzen, 3 Bomben für Soymilk. 5 Herzen, 3 Bomben. So, dann holen wir mal ein paar Items. Und hoffen, dass es dabei bleibt, dass keine goldene Trollbombe spawnt. Denn das wäre echt hilfreich. Jetzt brauche ich noch eine einzelne Bombe von irgendwo. Da ist eine. Ich muss sie nur vom Rest isolieren. Okay, wir haben es. Das macht doch soweit schon mal einen guten ersten Eindruck auf mich. Würde ich einfach mal behaupten. Aber da geht noch mehr. Da ist noch mehr drin. Zum Beispiel brauchen wir auf jeden Fall Continuum. Und dafür brauchen wir 3 Herzen. 2 Soul Hearts. Und 3 Münzen. Okay. Das ist doch auch schon mal eine gute Weiterführung des ganzen Konzepts. 6 Soul Hearts, ein Red Heart, ein Eternal Heart für Sacred Heart, wenn du das noch belangen willst. Oh, das hätte ich unglaublich gerne. 6 Soul Hearts, ein Red Heart. Okay, Moment. Ach, wo soll ich die ganzen Soul Hearts dafür herbekommen? Aber... ich sollte nicht unterschätzen, dass wir bereits das Eternal Heart dafür haben. So. Braucht aber echt viele Soul Hearts dafür. Mein Gott. Oh, da ist noch eins. Geht mal alle weg. Geht alle weg. Ich brauch das Soul Heart. Noch 3 Stück. Schon. Mehr Soul. Ah, da ist eins. Noch eins. Okay, noch ein Soul Heart und wir haben's. Nein! Das ist ein Soul Heart. Hey,
Warte, was war das Rezept für das, Moment. 6 Soul Hearts, ein Red Heart, ein Eternal Heart für Sacred Heart. Hey, das ist nicht hier Sacred Heart. Ein Soul Heart gegen eine Karte austauschen. Komm ich hin. Das machen wir direkt hier draußen. Los geht's. Ich versuche wieder die einfach random Zeug mitnehmen und sehen, was wir bekommen, Taktik. Aber sie scheint nicht sonderlich gut zu sein. Und damit meine ich, sie ist fürchterlich. Das Einzige, was es bringt, ist, dass man sein Zeug verliert. Damit bekommt man nichts Interessantes zusammen. Oh, Moment, Moment, von dem brauchen wir noch ein paar. Moment, wir brauchen noch ein paar von den Knaben. Wir machen erstmal die Ebene, dann gehen wir auf die nächste. Und dann, oh mein Gott. Und dann versuchen wir noch gezielt irgendwelche Items mitzunehmen. Großer Gott. Okay. Oh mein Gott, schau euch den Schaden an. Oh mein Gott. Okay. Keine Ahnung, gib mir irgendwas. Nein! Oh Gott. Oh, das ist so nicht gut. Oh Gott, ich wünschte, es wäre gerade nicht passiert. Ein rotes Herz und 4 Soul Hearts. Ich habe ja keine 4 Soul Hearts. Ich habe auch keine Lust auf diese Ebene. Ich würde sagen, ich nehme noch ein bisschen Geld mit. Dann versuchen wir auf der nächsten Ebene noch ein paar coole Items zu holen, bevor wir dann zum Boss weitergehen. Was haltet ihr davon? Almond Milk wäre fürchterlich jetzt. Okay. Seht ihr das? Oder seht ihr, was wir hier nicht sehen? Und was wir hier nicht sehen, ist eine gewisse konstant explodierende goldene Trollbombe, die ein bisschen nervig ist. So, zwei... Hä, wir brauchen keinen... Oh mein Gott, Chocolate Milk. 2 rote Herzen. Brauche ich für Chocolate Milk, wo ist das jetzt hin? Nein, Parasite wäre auch so gut. Chocolate Milk, wo bist du hin? Ich brauche dich! Irgendwann werde ich anfangen, mir Screenshots von diesen fucking Rezepten zu machen, wisst ihr das? Jetzt ist nicht mehr aufzufinden. Oh mein Gott! Ich fange an, dieses fucking Rezept zu machen und dann verschwindet es einfach wieder. Da ist sie wieder. Und Quatschot. Dann brauchen wir noch 2 Cent. 1, 2. Okay, 2 Cent. Okay, ernsthaft. Meine Geduld nähert sich ihrem Ende. 2 Münzen, 1 Fünfer, 1 Zehner, 2 Schlüssel und irgendwas. Ich meine, das habe ich soweit. Stacken, Triple und Quatschot? Tatsächlich ja. Dunz! Das ist doch ein vernünftiges Item. Kompass, der ist vernünftige Scheiße. Das eben... Oh. Also, Cricket's Buddy. 3 Münzen, ein Fünfer, ein Zehner, ein Schlüssel, ein Soul Heart. Nein! Nein! Oh Gott. Ich weiß wirklich nicht, ob ich auf die Art und Weise an irgendwas Okayes kommen kann. Es verschwindet halt alles die ganze Zeit. Wir versuchen nochmal die auf gut Glück Methode. In der ich einfach Zeug mitnehme in der Hoffnung, dass es irgendwas bringen wird. das will ich auch nicht. Ich meine, es ist nicht komplett verkehrt, aber ich will es jetzt nicht wirklich. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass alles voll ist mit Münzen immer. Und ich viel zu viel Münzen für alles mitnehme.
Oh mein Gott, es ist so anstrengend. Ich würde gerne noch irgendwas Cooles mitnehmen, aber es ist mir einfach nicht möglich. Aber ja, warte, ich sollte... Ja, vielleicht soll ich auf die Website schauen. Tainted Cane Calculator. Ich liebe es, dass man bei der Website auch... Okay, ich muss mir jetzt einen Screenshot machen und mir selbst auf Discord schicken. Fangen wir damit an. Okay, ich brauche einen Soul Heart dafür. Und mit 1 meine ich 3. Dann brauche ich 3 Bomben. Was für ein Zufall, hier sind ja direkt noch welche. 3 Bomben, 3 Soul Hearts und 2 rote Herzen. Okay. Noch ein Soul Heart, dann haben wir es. Nein! Oh, oh. Das erleichtert mein Leben, dass ich Soul Hearts inzwischen nicht mehr mitnehmen kann. Da ist der Quadshot! Brauchen wir überhaupt noch mehr? Natürlich brauchen wir noch mehr. Was ist das für eine Frage? Lass mich nachschauen. Death's Touch. Das gefällt mir. Das wird fürchterlich aussehen. Oh nein, The Parasite. Wir brauchen The Parasite. Für The Parasite brauchen wir rotes Herz, 2 Bomben, ein Soul Heart und dann... Oh, ich kann hier gar keine Karten kaufen. Also erschwert die Sachen. Machen wir ein Herz, 5 Bomben, 2 Soul Hearts. Das erleichtert die Sache. Oh mein Gott, ich sag's euch. Dass ich gezielt danach... Ich hätte so viel früher auf die Website schauen sollen. Es ist einfach so viel produktiver als der andere Weg, den ich versucht habe, der nicht sonderlich produktiv war, ehrlich gesagt. Parasite. So, holen wir uns Death's Touch. Denn die Sensen werden viel cooler aussehen. Ich denke, ich mache das, wo ich 3 Schlüssel für... Oh nein. Okay. Also eine Münze. Dann scheiß viele rote Herzen, nämlich 4 Stück. Ich brauche tatsächlich 0 Schlüssel dafür. Und dann noch 2 Soul Hearts. Oh. Gute Neuigkeit ist, wir haben die 2 Soul Hearts. Schlechte Neuigkeit ist, dass der Rest. Was? Warum gibt es nicht Death's Touch? Warum bekomme ich dafür die dumme Binde? Oh, das sind 2 Lucky Penny, die ich brauche, glaube ich. Oder? Jetzt kann ich es wieder komplett vergessen, irgendwas zu holen. So eine Scheiße. Wieso? Wir holen jetzt das Geld und dann gehen wir einfach weiter. Und machen jetzt Ultra Greed. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt unter den Bedingungen zu versuchen, irgendwas zusammenzubekommen. Außer wir bekommen wirklich viele Soul Hearts noch. Woran ich meine Zweifel habe. Dann wieder rum. Vielleicht ist Death's Touch noch drin. Brauchen wir Death's Touch nämlich, huh. 2 Bomben, 2 Soul Hearts. Nein, 2 Bomben, 4 Soul Hearts und 1 goldener Schlüssel sind ein Weg. Vielleicht bekommen wir das hin. Wir müssen nur einen goldenen Schlüssel bekommen. Oh, da ist noch ein Soul Heart. Es ist aber so schwer, irgendwas gezielt zu holen. Das ist eine goldene Bombe, kein goldener Schlüssel. Okay. Geh da rüber. So. Oh Gott. Oh, einen Schlüssel brauche ich auch noch. Verstehe. Nein! Okay, die roten Herzen sind echt ein bisschen nervig hier. Muss ich jetzt mal sogar gestehen. Komm schon, noch ein goldener Schlüssel. Ich will noch die Sensen, dann sind wir fertig, okay? Gib mir die Sensen.
Dann habe ich alles, was ich mir wünsche. Oh mein Gott. Kann ich hier überhaupt einen goldenen Schlüssel rausbekommen? Ich bekam ein paar Mal einen. Und langsam habe ich so meine Zweifel daran, dass hier überhaupt einer auftauchen kann. Er ist halt so selten. Okay, folgender Plan. Wir laden den Würfel auf. Gibt es nicht Geld für ein Auto? Oh nein. Oh Gott, nein. Nein, es ist der... Nein, 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 nein. Sagt nicht nach all der Arbeit. Ich bin eine Stunde in diesem Run. Okay, was auch immer. Wir bringen es jetzt zu Ende. Hier mal ein geiler Thema für meine Lieblingsfilme. Mein Leben ist zu kurz. Wir maxen noch unser Geld aus und dann sind wir fertig damit. Ich meine, ich kill sowieso alles super schnell. Jetzt meint es nicht wirklich einen Unterschied und ich habe keine Lust mehr, dass das Spiel crasht. Ich habe das Gefühl, dieser Run ist auch so schon im besten Falle kurz davor, in sich zusammenzubrechen. Okay, gehen wir weiter. Au. Habe ich Schaden genommen. Gehen wir einfach weiter. Bringen wir es hinter uns. Monstro, geh bitte weg. So, wie schnell wird Ultra Greed sterben? Oh mein Gott, es tut mir leid. Epileptiker-Warnung an der Stelle. Das ist, eine Menge. Oh, schau euch an, wie seine Rüstung hochskaliert wird. Ist das nicht ein Fest? Wie er bei dieser Menge von Projektilen einfach lebt. Ich hasse es. Oh, das ist so nervig. Wo bin ich überhaupt? Da bin ich. Ernsthaft, was soll das? Er kann sich nicht mal bewegen. Man sieht nichts außer meine eigenen Projektile und er nimmt trotzdem keinen Schaden. Devilkarte! Oh, ich mache auch nur 5,5 Schaden. Komm schon. Deswegen ist der Greed Mode dumm. Oder der Ultra Greed als Boss, besser gesagt. Zumal ich auf dem Screen nichts sehe. Na, stell dir mal vor, du musst das Spiel spielen nebenbei. Und noch herausfinden, wann irgendwann mal Projektile einem entgegenkommen. Das ist ein bisschen nervig, weil es ist ein bisschen schwer. Oh, das ist eine Rune. Jera, okay. Au. Hanged Man. Okay, Ultra Greed. Ich meine, er hat weniger Leben, richtig? Das heißt, er sollte nicht... Er lebt nicht ganz so lange. Ich sehe fast irgendwas. Aber hauptsächlich sehe ich nichts. Ich hätte mehr von den Mirror Buddies holen sollen, ehrlich gesagt. Die Stats links spiegeln nicht die DPS wider. Das ist einfach nur, wie viel Schaden eine einzige Träne macht. Okay. Wheel of Fortune. Was ist... Was für Wheel of Fortune? Sich beleidigen? Okay, könnt ihr bitte aufhören? Da ist kein... Ah, da liegt noch Geld. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Und dann, nähten wir mal kräftig rein. Bekommt man nicht für 700 was? Store Key. Okay. Puh, dann würde ich sagen... Ich habe die 700 geknackt.
Ich meine, nach welchen Werten Greeds Rüstung scaled? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, die sollten auch DPS scalen, aber bei irgendeinem Punkt gibt es ein Maximum. Der Unlock ist eine umgekehrte Tarotkarte. Oh, ja, das ist eine Sache, die existiert im Spiel, von der ich keine Ahnung habe. Ab wann gab es den Holy Mantle? Kam der nicht irgendwann in den bei 700? Oh, er kam bei 925, oder? Bitrate hat sich immer noch nicht beruhigt. Naja, der Run war nicht ganz so gut. Der war hauptsächlich nur langwierig, ehrlich gesagt. Ab wann bekommt man Holy Mantle? Ich glaube, es war 900. Das heißt, mir steht noch ein bisschen was bevor. 889, glaube ich. 879. Yeah, okay, das klingt ziemlich zutreffend.